Die Polizei zieht blank. Ein Polizist und eine Polizistin erscheinen ohne Hosen zum Dienst. Und? Wie lange wartest du schon? 4 Monate. Du? 6 Monate. Hast du mal gesehen, wie viele Uniformteile derzeit nicht bestellbar sind? Ich hab's so satt. Was wirkt wie ein schlechter Aprilscherz, hat einen ernsten Hintergrund. Die Polizei leidet unter massiven Lieferengpässen bei der Dienstkleidung. Der Landesvorsitzende des Bayerischen Landesverbandes der Deutschen Polizeigewerkschaft, Jürgen Köhnlein, kritisiert die Engpässe. 21 Uniformteile können aktuell gar nicht oder nur mit großer Verzögerung geliefert werden. Die Dienstkleidung, unsere Uniform, ist auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber unseren Neueingestellten, gegenüber den Wechslern von der Kriminalpolizei zur Schutzpolizei oder einfach nur, wenn mal ein Uniformteil verschlissen ist. Wir fordern hier schnelle Abhilfe und nicht nur eine Verwaltung des Mangels. Mit ihrem irrwitzigen Video von den beiden halbnackten Polizeibeamten will die Gewerkschaft nun auf die Missstände aufmerksam machen, damit Bayerns Polizei nicht buchstäblich ohne Hosen dastehen muss. Das Video ist ein dringender Hilferuf. Vom Innenministerium fordert die Polizei schnelle Abhilfe.